miteinander und hallo zusammen. Ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe von Tackling, im billigsten Fußballmagazin der Schweiz. Michi, und was hast du heute für uns Themen? Oder so? Die Themen habe ich nicht alleine, wir haben sie zusammen, aber wir haben folgende Themen. Der Match gegen IB im Rückblick und diverses zum Ende vom Transferfenster. Ja Raffi, der Match gegen IB, das ist doch jetzt wieder mal ein Silberstreif am Horizont oder Licht am Ende vom Tunnel gesehen oder wie man einmal sonst sagen wollte, oder? Ja Michi, das Licht am Ende vom Tunnel kann bedeuten, dass der Patient gleich am Sterben liegt und... Nein, anderes Thema. Ich finde der Match Luzern gegen IB, das ist endlich, ja wirklich, seit langem eine gute Leistung gewesen. Oder, ich sage jetzt mal ganz salopp, die beste Leistung bis jetzt in dieser Saison. Endlich sind am Schluss vom Spiel nicht überall Fragezeichen rum gewesen, von unseren Köpfen, sondern endlich ein Ausrufezeichen gesetzt wurde und das von der Mannschaft. Ein paar haben schon, irgendwie auch, vor allem Journalisten nach dem Match, gesagt, ja, es ist mir jetzt ein unzufrieden, weil es nicht zum Sieg gelangt hat. Klar ist Luzern in meinen Augen eigentlich die bessere Mannschaft gewesen. Sie haben bessere Chancen rausgespielt gehabt. Aber hey, sie haben nicht einmal Chancen rausgespielt und sie haben Goal gemacht. Sie haben gegen Meister wirklich eine gute Leistung auf den Platz gebracht. Und wenn man jetzt ein bisschen die kritischen Stimmen gleich dazu nimmt, ja klar haben IB verschiedene Spieler gefällt, wie Nuaro oder eben Spielmann und wie sie alle immer heissen. Aber nochmal, ich habe eine tiptoppe Leistung gefunden gegenüber den anderen Spielern vom FCL. Sie haben sich Chancen rausgespielt. Ja. Und das zählt halt einfach jetzt mit dem, es war ein Punkt gewesen. Und darauf hoffentlich können vor allem die Spieler aufbauen. Wie hast du den Match gesehen, Michi? Ja, ähnlich wie du. Und ich würde jetzt aber noch sogar sagen, ich habe die erste Halbzeit besonders gut gefunden vom FCL. Ich würde auch sagen, schlussendlich, der 2-1 Rückstand zur Halbzeit war eigentlich unverdient. Eigentlich kurz vor 1-1 habe ich noch bei mir so gedacht, ja, bis dahin, die Führung ist hoch verdient, weil von IB ist nicht wirklich viel gekommen. Dann kommen die zwei Schüsse, wirklich die ersten zwei Schüsse aufs Goal vor der Pause von IB und ja, eben das eine Penalty und dieses, ja, der zweite Schuss dann aus dem Spiel raus. Aber ja, es ist eine sehr gute Leistung in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit ist sie nicht schlecht gewesen. Sie hat nicht mehr ganz so an die erste angeknüpft, in meiner Sicht oder in meinen Augen. Aber schlussendlich, man hat sich für eine gute kämpferische Leistung belohnt. Gegen eine 7, wie du sagst, Raffi, wo vielleicht nicht mit dem aller möglichstärksten Kader gekommen ist, aufgrund von Verletzungen etc. Aber IB hat ein sehr breites Kader für Schweizer Verhältnis. Und da musst du zuerst auch noch einen Punkt holen. Und sie haben sich heute mit der heutigen Leistung den Punkt mehr als verdient. Das muss man, also sage ich jetzt aus meiner Sicht, definitiv. Vielleicht, wenn ich jetzt so ein Horror in der Suppe suchen möchte, ich miese Peter, dann muss ich sagen, es ist im FCL schon seit Jahren so, dass sie gegen die Grossen eigentlich eher besser spielen und dann auch mal etwas holen als gegen direkte Konkurrenten. Aber es muss eigentlich gar nicht negativ sein, also vergiss das Ganze gerade wieder. Wir haben einen Punkt gegen IB geholt, einen verdienten Punkt, sehr verdienten Punkt. Und ja, ich glaube, viel mehr dazu muss man nicht sagen. Ja, ich bin zufrieden zum Stadion aus, eigentlich mehr oder weniger. Ja. Es sieht so aus und wie jetzt andere das würden gutieren, wäre natürlich... Hä? Ich kann noch erst kurz einen auf Schwegler machen. Nein, das wollte ich noch kurz abschließend sagen zum Match. Ich muss sagen, ich möchte Inrasch ein bisschen rausnehmen oder rausheben. Ich finde, er hat eigentlich jetzt in diesem Match top Einsatz gegeben. Aber so wie er dann nachher reagiert hat auf die rote Karte, das ist natürlich einfach schlecht. Ich meine, klar kann ihm der Kragen platzen, aber der Herr ist 35, hat eine gewisse Vorbildfunktion, finde ich. Auch wenn der Schiedsrichter, das darf man nicht vergessen, Michi, eben auch nicht seinen besten Tag gehabt hat, tun wir das mal so an Achtel genießen. Ja, über Transferfenster, es hat sich schon etwas da und ich denke, das Beste, was sich da hat beim FCL,
Der René Weiler ist weg, also ist er ja vorher schon gewesen, aber hat jetzt eigentlich den Vertrag aufgelöst und nimmt den Pinkel mit, geht auf alle Ali. Jetzt sollte ja eigentlich wieder ein bisschen Geld in der Kasse drin sein, Michi, aber der Thomas Eberli hat ja letztes Mal ein Interview bei Zentral Plus, glaube ich, verlauten lassen. Er rechnet noch mit Abgängen. Was denkst du? Ja, also ich meine, es ist schon kein Geheimnis, wenn wir ja alle wissen, dass für den Blessing Elekio anscheinend angeblich Angebot vorliegt. Ja, und der Heberli hat in dem Interview gesagt, Abgang. Er rechnet mal eventuell mit Abgang, also nicht mit einem Abgang. Jetzt da könnte man es noch interpretieren. Ja, wer ist denn noch ein möglicher Abgang nebst dem Blessing Elekio? Was hast du das Gefühl, Raffi? Ja, wir haben immer noch vor Ende Transferschluss 4 Goalies auf der Lohnliste, wo es geheissen hat, einer wird wahrscheinlich noch den Club verlassen, in welcher Art auch immer. Aber ich habe das Gefühl, das geht noch ein lang. Klar, U21 Spieler, die kann man auch nach dem Schluss vom Transferfenster noch verlehnen. Aber auch das ist jetzt wieder so irgendwie ein bisschen das Zahnrädchen, das ein bisschen klemmt. Bei mir, finde ich. Ein Lecker, du hast angesprochen, da sieht man irgendwo, habe ich das Gefühl auf dem Platz, dass da einfach momentan etwas nicht stimmt. Und er ist zwar ausgewechselt worden gegen IB mit Verdacht irgendwie. Es hat einen Zwick im Oberschenkel. Ich habe schon auch gemerkt, das sei fast ein bisschen die Höchststrafe nach diesen ganzen Vorkommnissen. Im Schulz im Vertrag, es hapert ein bisschen Details, ist immer noch nicht verlängert worden. Aber als mein Herr eigentlich gespielt hat, muss ich sagen, das hat wieder Freude gemacht. Und dort habe ich nicht das Gefühl, dass, glaube ich, irgendetwas würde passieren. Und ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, dass jetzt momentan der Heberli und der Meier vielleicht durch das Spiel jetzt gegen IB sich den Kopf ein bisschen aus der Schlinge haben können ziehen, dass es einfach ein bisschen besser ausgesehen hat. Auf dem Feld. Was meinst du? Ich kann noch schnell, Raffi, wegen der auslaufenden Verträge respektive möglichen Abgängen noch den Marvin Schulz schnell ansprechen. Noch eins. Und zwar, du hast es angesprochen, es hapert noch an Details, nur noch Details zu bereinigen. Ich mag mich daran erinnern, gar nicht so allzu lang her ist es gewesen, wo man bei einem anderen Spieler, Heki Kvyatziou, es genau gleich gesagt hat, ja, wir verlängern dann den Vertrag. Es liegt noch an Details, nur noch Details zu besprechen. Bis er an die unsägliche Geschichte kam und er plötzlich einfach nur noch verletzt war. Ich hoffe jetzt nicht, beim Marvin Schulz nimmt das den gleichen Verlauf. Wie gesagt, das Transferfenster schließt jetzt bald. Eigentlich da ziemlich genau mit der Ausstrahlung von dieser Sendung. Und ja, wir werden am Dienstagmorgen schlauer sein. Ja, hast du noch etwas zum Transferfenster? Nein, ich sage auch, ich freue mich jetzt eben auf die weiteren Spiele. Es ist ja noch nicht Oktober. Vielleicht, ja, lassen wir das jetzt. Nein, das war es eigentlich von meiner Seite gewesen. Jetzt haben wir eigentlich 3 Wochen Pause. Nazi-Pause, Göpp-Pause. Und dann sehen wir uns dann wieder beim Spiel auswärts, oder nach dem Auswärtsspiel gegen Lugano. Das war es jetzt eigentlich von meiner Seite. Und Michi, du hast noch etwas rausgepickt für uns. Ja, Raffi, genau. Und zwar nach so einem positiven Spiel, wo wir jetzt haben erleben gegen IB, haben wir jetzt auch noch am Schluss etwas Positives vom Wochenende, nämlich die schönste Kombination vom Wochenende. Und damit wünschen wir euch einen schönen Abend, schöne Woche, schöne Nazi-Pause. Bis dann. Tschüss zusammen.